Herzlich willkommen bei Aktiv und Gesund auf unserem YouTube-Channel. Heute stellen wir euch unsere neue Kniebeugemaschine vor in Matt-Schwarz-Optik. Für die Ausführung hole ich mir jetzt die Anne bei. Hallo! Und wie die genau aussieht, die Ausführung, zeigen wir euch jetzt. Also, ihr habt verschiedene Einstellmöglichkeiten, die ihr vornehmen müsst. Einmal habt ihr hier zum Einhaken drei verschiedene Positionen. Das ist im Endeffekt grundlegend, wenn ihr noch kein Gewicht auf der Maschine drauf habt, dass ihr eine perfekte Startposition habt. Dieser Haken ist dafür da, das Gerät wieder einzuhaken, dass ihr sicher ablegen könnt und Gewicht drauf packt. Wenn ihr dann aus der Position ausgehakt seid, geht ihr mit den Füßen an die schräge Platte dran. Da könnt ihr ein bisschen variieren mit dem Stand, je nachdem, welchen Teil ihr von der Beinmuskulatur treffen wollt. Und dann habt ihr die Sicherheit durch das Schulterpolster hier oben, dass ihr nicht nach hinten oder nach vorne kippen könnt, wie bei einer Kniebeuge, bei einer freien, die Möglichkeit bestehen würde. Und ihr könnt einfach sauber runtergehen, auch sehr tief. Ihr braucht nicht so viel Mobilität in den Fußgelenken selbst, da die Schräge der Platte euch da gut behilflich sein kann. Ziel ist es auch wieder, 3 bis 4 Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen zu schaffen. Das Ganze kann ich mir natürlich noch schwerer machen, indem ich mir hier Gewicht drauf packe auf die Stange. Ein weiterer Vorteil der Maschine ist, dass wenn ich mich nicht an die schräge Platte stelle, dass ich vorne an dem Chromteil meine Waden trainieren kann, indem ich auf dem geraden Stück stehen bleibe, schön nach oben auf die Zehenspitzen gehe, auch tief in die Dehnung, unten auch die Dehnung mal kurz halten und dann wieder langsam hochgehen bis auf die Zehenspitzen. Gleiche Prinzip, ihr packt euch oben Gewicht drauf an die Stange und könnt euch es dann dementsprechend schwerer machen. Für alle, die Angst haben, dass sie nicht mehr hochkommen sollten, habt ihr den Vorteil hier, ihr habt einen Pin und 3 verschiedene Höheneinstellungen. Wenn ihr hier diesen Pin reinsteckt, habt ihr die Sicherheit, dass das Gerät nicht weiter runtergehen kann und ihr nicht eingequetscht werden könnt. Also nicht wie bei einer freien Kniebeuge auch, wo das Gewicht euch dann einfach runterdrückt, sondern hier die Sicherung habt und das Gerät geht dann nicht weiter runter. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, bei uns diese Kniebeugemaschine mal auszuprobieren. Egal in welchem Studio, ob Hechtsheim, Budenheim oder auch ab 01.01.2017 in Ingelheim, wird diese Kniebeugemaschine für euch zur Verfügung stehen und natürlich auch einer unserer Trainer, um euch da nochmal genauer einzuweisen. Wir freuen uns auf euch.